KI. Der letzte Schreibmoment und eine Bazillion Tools kämpfen um unsere Aufmerksamkeit. Manchen gelingt es etwas mehr herauszustechen. Ein paar haben wir euch schon vorgestellt, darunter den Bing Image Creator oder ChatGPT in Bing. Heute darf ich euch wieder was vorstellen. Den Microsoft 365 Copilot. Der Microsoft 365 Copilot wird auf zwei verschiedene Arten angewendet. Eine ist logischerweise Microsoft 365 Apps wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams etc. und die andere ist im Business Chat. Genau diese zwei Funktionen schauen wir uns heute an. Starten wir mit mehr Produktivität für Microsoft 365. Egal ob Texte schreiben, Präsentationen vorbereiten oder anderweitig kreativ sein, die schlimmste Furcht ist die Angst vor dem leeren Blatt. Auf Lateinisch heißt das Ganze Horror Vacui und ich erzähle euch das nur, weil ich diese Stelle hier eben mit Text füllen wollte, damit das Skript nicht leer bleibt. Spaß beiseite, genau dafür ist der Copilot da. Euch wird eine Starthilfe geboten, die mit Daten und Analyse aufwartet und euch unterstützt, wo es geht. Wie diese Leute, die in einem Flugzeug den Piloten unterstützen. Wie nennt man die nochmal? Das kommt je nach App in unterschiedlichen Ausmaßen zum Vorschein. In PowerPoint beispielsweise kann euer Copilot ansprechende Visualisierung mit nur einem Befehl anfertigen oder relevante Informationen aus verwandten Dokumenten finden, vorschlagen und einfügen. Für Excel bedeutet das schnelle, einfache Datenanalyse und Erkennung von Trends sowie Veranschaulichung der Daten auf verständliche Art und Weise. Für alle, die jede Excel-Formel im Internet nachschlagen müssen, so wie ich, ein echter Segen. In Outlook gibt es automatische Zusammenfassungen langer Mails, die direkt auf den Kern runtergebrochen werden und sogar schon direkte Antwortentwürfe. Wenn man also Montagmorgen mit dem Mail startet, den man am Freitag nach 12 Uhr ignoriert hat, geht das jetzt viel schneller. Mein persönliches Highlight, Teams-Meetings werden ebenfalls produktiver. Copilot fasst Schlüsselpunkte der Diskussion zusammen, schlägt sogar nächste Schritte in Echtzeit vor und ihr dürft Aufgaben automatisieren und gerade in Konzeptionsphasen echt das meiste aus eurem Teamwork rausholen. Das Besondere an Copilot ist allerdings die Möglichkeit, KI für dein Unternehmen zu nutzen. Den Copilot kannst du nämlich mit deinen Unternehmensdaten trainieren und verknüpfen und schon funktioniert das System spezifisch für dein Unternehmen. Dokumente, Mails, Kalender, Chats, Meeting, Kontakte und weitere Daten, die ihr im Kontext Windows und Microsoft 365 nutzt, werden gebündelt für eine produktive Arbeit. Dabei wird der Datenschutz natürlich nicht vernachlässigt. Noch besser, der Copilot hilft dabei, die relevanten Richtlinien umzusetzen, so dass man sich nicht mehr durch unzählige Seiten an Dokumentation und Einstellungen kämpfen muss. Die Möglichkeiten sind also grenzenlos und wir sind gespannt, was die Arbeitswelt aus dem Copilot macht. Gerade bei den intelligenten Möglichkeiten in Microsoft 365 können wir uns aber auch durchaus vorstellen, dass sie Einzug in den privaten Bereich finden. Ob das geschehen wird, bleibt noch offen. Spannend ist aber die Integration der KI in die Arbeitswelt allemal. Wie meint ihr, wird die KI die Arbeitswelt der Zukunft verändern? Schreibt es in die Kommentare, denn für heute bin ich durch mit meinem kleinen Update. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Drückt gerne auf Like und Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dann.